So, ja, jetzt klappt's. Herzlich willkommen zu Let's Play Grandia. Ja, gerade eben wollte ich hier den Loilo Game Recorder ja, draufklicken, aber das hat er irgendwie nicht gemacht. Aber die Aufnahme funktioniert jetzt. Wie gesagt, herzlich willkommen. Ich habe das gemacht, was ich im letzten Part angekündigt habe, nämlich fleißig Wasser geskillt und noch ein bisschen trainiert. Und ja. Ich zeige euch jetzt am besten mal, wo wir stehen. Wir haben auch einiges gelernt. Fangen wir mal an. So, der gute Justin. So, was hat Justin gelernt? Ich glaube gar nichts. Wasser ist hier jetzt Stufe 13. Also da ist er einiges nach oben gegangen. Erde ist ja, glaube ich, eine Stufe höher, aber sonst ist nicht viel passiert beim guten Justin. Also Wasser war, glaube ich, vorher Stufe 9 und jetzt 13. Winter ist ja, glaube ich, auch eine Stufe höher. So, ich schau mal. Also ich schätze mal, dass ich als erstes mit ihm Wind lernen werde, weil da kann er gleich zwei neue Sachen lernen als nächstes. Die gute Sue, ja, bei der hat sich auch einiges getan. Mit dem Bogen ist nochmal zwei Stufen nach oben gegangen. Sie hat gähnen gelernt, weil sie über Wasserstufe 3 gekommen ist. Und das ist übrigens sehr effektiv. Das habe ich mal gegen diese Fünfergruppe da im Lavagebirge angewendet. Und das hat dann gleich 72 für die Waffe und 72 Wasserpunkte gebracht. Also sehr nett. Sie hat keine Verteidigung gelernt. Sie hat ja, Gift heilen gelernt, Schlummer. Und was hat sie sonst noch? Sie hat alle Hallen 1 gelernt. So. Also das sind so die Stats von der guten Sue. Dann kommen wir zur guten Fina. Fina ist von Wasserstufe, ich glaube, 20 oder 22, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo sie war, jetzt auf Stufe 28. Also da hat sich eines getan. Mit der Peitsche ist sie eine Stufe höher und ich glaube auch mit Feuer. Ich schaue mal schnell. Okay, da war es jetzt doch Wasser, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die gute Fina wird jetzt ein bisschen mit der Peitsche machen, damit sie das mit Peitsche 24, 15 Feuer, 15 Wind lernt. Und als guter Abschluss der gute liebe Gatwin, der hat Erdbeben gelernt, also ist jetzt Erde Stärke 19, Feuer ist er auch einen Stärkepunkt hochgegangen. Und ich würde vorschlagen, beim guten Gatwin machen wir erstmal mit Feuer weiter. So, das ist erstmal zum aktuellen Stand. Also, es hat nicht allzu viel gebracht. Hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man jetzt die Monster hat, gegen Monster kämpft, gegen die man jetzt schon länger gekämpft hat. Also, ich glaube, das ist ja bestimmt schon 10 Parts her oder so, seitdem wir im Lama-Gebirge waren. Dann bringen die natürlich nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. So, und als ich hier nach Gumbo gekommen bin, da wurde mir gesagt, dass wir zum Senior gehen sollen, weil der weiß, wo dieser Teleportationsorb ist. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo das Haus des Seniors ist. Ist das hier? Ne, das ist Dr. Almas Praxis, aber das sieht doch irgendwie so ähnlich aus. Ich habe keinen Plan. Ah, da ist es. Das ist dieser Fischkopf oder was das ist, der da oben hängt. Sieh an, es ist der Held von Deid. Ah ne, den habe ich ja wie Arthur gesprochen. Sieh an, es ist der Held von Deid. Lange nicht gesehen. Ich dachte, dass du mit Gatwin trainierst. Hehe, ich bitte dich, dieses Gerede über Helden ist mir unangenehm. Es ist schon lange her, Senior. Wir kommen, um nach den Ruinen am Rande des Dorfes zu fragen. Ich war sicher, dass eine der alten Ruinen dich überall hinsenden könnte. Dachte, sie wäre irgendwo hier. Überall hin, wo du willst, hä? Ich weiß, der mysteriöse Dunstberg. Der mysteriöse Dun der Mist ja, das sagt er jetzt auch. Mysteriöse Dunstberg. Weiß natürlich gerade beim Vorlesen, dass der PC wieder rumgespackt hat.
Am Fuße der Hügel ist ein kleiner Schrein. Dazu gehört ein altes Gerät, das dich überall hinschicken kann. Aber du kannst die Zauberrampe nicht benutzen, bis du den Teleportationsorb vom Gipfel hast. Teleportationsorb habe ich noch nie gehört. Okay, also vom Teleportationsorb hat er vorher doch nicht gesprochen. Auf jeden Fall hat er gemeint, wir sollen zum Senior gehen. Das alte Teil wird nur funktionieren, wenn du diesen Orb benutzt, in der sich Energie und Geister befindet. Man sagte mir, der Teleportationsorb könne nur einmal benutzt werden und verliere dann seine Geisterenergie. Nur einmal reicht uns schon. Also, worauf warten wir? Lasst uns den Orb holen gehen. Also, solange Justin nicht den Ork holen will. Justin, ich bin ziemlich müde. Könnten wir mit dem Orb nicht bis morgen warten und für heute hier rasten? Ja gut, gehen wir erstmal hier raus, mal gucken. Gehen wir halt ins Geisterhaus, wollte ich gerade schon sagen. Nein, ins Gästehaus bis morgen. Justin, ich... Was ist los, Sue? Bist du in Ordnung? Sue, antworte mir. Sue, oh nein, sie ist ganz heiß vor Fieber. Das ist nicht normal. Justin, schnell, bringen Sie rüber zu Dr. Alma. Ja, das ist wirklich, da scheint irgendwas nicht so richtig in Ordnung zu sein. Ich glaube, die hatte ich mit so einer Frauenstimme gesprochen. Sie ist völlig erledigt. Dieses kleine Mädchen war wohl auf einem sehr anstrengenden Trip. Justin, hat die Sue irgendwas über ihre Müdigkeit gesagt? Nun, Jedenfalls wollte sie auf keinen Fall von euch wie ein Kind behandelt werden. Und Gedwin, zu denken, dass du bei ihnen wärst, wie töricht. es tut mir leid, Schande über mich. Warte, es ist nicht Gedwins Fehler. Ich bin derjenige, der besser hätte aufpassen sollen. Sue, ich habe nicht gemerkt, wie müde du geworden bist. Obwohl sie einfach nur müde war, sollte sie nicht mehr Was? davon bekommen. Sie muss hier bleiben und sich erholen. Sag mal, Justin, hör zu. Mir geht es jetzt gut. Ich kann zu dem Ort gehen. Sue, wir warten, bis du wirklich fit bist, wenn wir den Teleportationsorb holen. Aber, ja, okay. Das denke ich auch. Also gehen wir es heute langsam an. Nicht nur einen Tag. Sie muss bis zum nächsten Vollmond ruhen. Oh, nun, dann bleiben wir bis dahin. Schließlich können wir ein Kind wie Sue nicht alleine zurücklassen, nicht? Ein Kind? Ich werde einfach hier warten, Justin. Justin, nur ihr Jungs solltet gehen. Okay, nur ihr Jungs, also Fina soll auch da bleiben, oder was? Du hast mich schon verstanden. Du weißt, wie sehr ich es hasse, wie ein Kind behandelt zu werden. Also, hör mir zu. Ihr Jungs geht mit Gedwin. Mir geht's hier alleine ganz gut. Ich verstehe es, Sue. Wir sollten deine Gefühle respektieren. Lass uns gehen, Justin. Das ist es, was Sue will. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich möchte mich bitte um sie kümmern. Du solltest es wissen. Ihre Erschöpfung kommt durch dich, Justin. Durch mich? Nein, vielleicht übertreibe ich. Hör mal, lass sie heute hier bei mir. Hol Wollte eigentlich nur mal mit zureden. Aber das geht irgendwie nicht. Naja. Gut, ja, also heute ist nicht allzu viel angesagt. Das wird heute nur ein kurzer Part. Wir haben jetzt gerade mal 9 Minuten hinter uns und wir sind jetzt hier eigentlich schon fertig. Das heißt, wir können uns jetzt auf die Suche nach dem Teleportationsorb machen. Das werden wir jetzt heute allerdings nicht, den werden wir heute nicht finden, sondern wir gehen nur bis zum nächsten Speicherstand sozusagen, bis zum nächsten Speicherplatz, weil ich jetzt gerade schon mal 1 Stunde vor der Aufnahme hier trainiert habe und so. Da habe ich jetzt nicht so richtig Bock, jetzt nochmal 1 Stunde Aufnahme zu machen. Das heißt, wir machen jetzt nur einen kurzen Part heute. So, hier liegt nochmal Geld. So, und dann gucken wir mal, was gibt es hier sonst noch im Angebot? Hier gibt es noch ein
Brot. Mal gucken, was das ist. Lebenssamen. 3 maximal TP. Geben wir das mal der guten Fina. So, gehen wir mal hier rein. Das ist dann der Ort, wo wir nachher den Teleportationsorb, den müssen wir hier reinstecken. Also in einer der nächsten Folgen dann halt. Und ja, sonst gibt es hier anscheinend nichts anderes. Dann gehen wir mal weiter. So, und hier haben wir ein paar Monster. Sehr schön. Also, ich glaube, das sind jetzt 2 oder 3 Kämpfe. Also, das hält sich heute echt stark in Grenzen. So. Und, ich würde sagen, wir machen mal mit Fina eine Feuerpeitsche. Vielleicht lernst du dann schon relativ schnell die Peitschenattacke, die ja noch fehlt. Jawohl, Sepp-Peitsche, ja, und das ist in der Tat eine sehr, sehr heftige Attacke. So, und ja, wie ihr seht, wir sind jetzt zu dritt. Naja, mal gucken, wie es mit Zu weitergeht. Ist jetzt natürlich nur ein bisschen ärgerlich, weil, ja, sie dann natürlich noch mehr hinterher hinken würde, wenn wir jetzt trainieren und sie jetzt zum Beispiel mit Feuer gar nicht mehr weiterkommt. So, ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich jetzt mit Fina mache. Ich glaube, ich werde jetzt mit Fina Erde machen, weil sie da so hinterher hinkt. Gut, jetzt kommen die nächsten Monster. Ja, also heute mal wieder ein Grandia-Part. Gab es ja in letzter Zeit häufiger, aber ich denke mal, es wird auch wieder Zeiten geben, wo es mehr Panzergeneral-Parts gibt. Aber ich sag mal so, also so in den letzten Monaten, also seitdem ich Panzergeneral angefangen habe, sind glaube ich deutlich mehr Panzergeneral-Parts gekommen als Grandia-Parts. Und dabei, das war jetzt nicht gerade sehr effektiv, ja, das wollte ich nicht. Sondern Boiler will ich. Dabei Grandia ja noch deutlich mehr Parts folgen müssen. Also wir sind ja jetzt noch nicht mal am Ende der ersten CD angelangt. Also sind jetzt schon Part 50. Ich schätze mal, das werden wahrscheinlich über 100 Parts, deutlich über 100 Parts werden. So 110, 120 Parts schätze ich mal. Und ja. Also wenn ich jetzt andauernd so viel Panzergeneral aufnehmen würde, dann wäre ich schon längst mit Panzergeneral fertig, bevor ich mit Grandia fertig wäre. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut so, dass ich jetzt immer ein bisschen wählen kann. Was ich jetzt aufnehme. Und ja. So, dann machen wir nochmal einen schönen Heuler. Haben wir ja nichts Besseres zu tun. Okay, den einen erwischt es jetzt nicht. Ja, ich mache das ja immer ein bisschen zufällig, was ich jetzt aufnehme. Ein bisschen randommäßig und wie gesagt, es wird auch mal wieder Zeiten geben, wo mehrere Panzergeneral-Parts hochgeladen werden. Jetzt momentan bin ich eigentlich recht glücklich auch mit dem Spiel. Also es macht jetzt momentan doch wieder Spaß, das zu spielen, weil wie gesagt, die Leute jetzt schon viel können. Und jetzt geht's dann auch langsam mit der Geschichte weiter. Also die letzten Parts war ja wirklich viel drumrum gehampel. Eine Rampe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und auch keine Wampe. So. Ah.
sind sogar drei Kämpfe, ja. Mal gucken, vielleicht kommt sogar noch einer, aber ich glaube nicht. Machen wir mal Flammengeschoss. Und die gute Fina macht nochmal Beben, auch wenn das nicht so effektiv ist, aber vielleicht gerade ganz gut, dann kann man das wenigstens ein bisschen skillen. Jetzt momentan bringt es natürlich nicht so viel, weil es leider nur drei Gegner sind. Müssen wir natürlich warten, bis mal wieder so eine Vier- oder Fünfergruppe gibt. Wie gesagt, deswegen gefällt mir das Lama-Gebirge ganz gut. Und auch weil die Typen immer einschlafen, also man dann noch ein bisschen Wasser skillen kann. Sind natürlich nicht überall Fünfergruppen, das ist auch nur im ersten Part, also im ersten Teil vom Lama-Gebirge sind es Fünfergruppen. So. Ist jetzt ein bisschen langweilig, aber so kommen wir dann vielleicht auch dazu, dass der Part dann auch so seine 20 Minuten hat. Und jetzt nicht nur ein 10-Minuten-Part oder so wäre. Klar, wir hätten vielleicht noch mit irgendjemandem da in Dite sprechen können, aber ich wüsste jetzt nicht mit wem. Gibt's nicht. Also, das ist wirklich krass, dass ich die nicht so richtig kaputt kriege. Gut, machen wir nochmal einen Heuler. Und der gute Gatwin macht nochmal Feuersäule. Und dann dürften die beide Geschichte sein. So, Justin hat gelernt Heulerschlag und Gefriere. Ja, Gefriere ist eine sehr, sehr schöne Attacke. Also es fügt dem Gegner keinen Schaden zu. In einem der nächsten Parts werdet ihr das sicherlich mal sehen. Aber es ist von daher recht nützlich, weil man ja, weil es halt gegen alle geht und man halt Wasser und Wind trainieren kann. Zwei Sachen, wo Justin sowieso ein bisschen hinterherhinkt. Wasser jetzt nicht so unbedingt, aber Wind zumindest. Gut. Ja, ich bin mal gespannt, was wir mit dem guten Gatwin noch alles lernen können. So, jetzt sind wir, glaube ich, gleich an der Spitze des Dunstberges angekommen. Genau. Damit haben wir endlich die Hälfte der Reise hinter uns. Wir müssen uns beeilen. Ich lasse Su nicht gern so alleine. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir Schaden genommen? Ich guck kurz mal. Ja, minimal. Lass ich Fina nochmal kurz einmal heilen. Nochmal drei Zauberpunkte mehr. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, war's das schon wieder für diesen Part. Beim nächsten Mal suchen wir dann den Teleportationsort auf diesem Hügel. Ich schätze mal, das werden wir ja vielleicht oder wahrscheinlich in einem Part schaffen, obwohl das dann ein etwas längerer Part werden wird. Diesen Dungeon hier und ja, dann geht's auch mit der Geschichte so langsam richtig los. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Ciao, ciao.